und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute in diesem Video mit zum OMR Festival 2022 und die erste Station ist für mich natürlich erstmal ab zum Bahnhof hier in Köln und ab in Zug nach Hamburg. So, ich bin jetzt bei den Leuten von OMR Reviews gelandet. Neben mir steht die Marie und die Lucy. Hi. Wie geht's euch beiden? Super gut. Sehr gut, tolles Event. Danke. Ich muss sagen, es war mega geil, hier erstmal zu warten, sag ich mal so. Der Philipp Westerwey hat mir gerade auch schon das erste Freibier gebracht. Und wir sind hier gerade auf der OMR Reviews Party, sag ich mal, Pre-Event vor dem eigentlichen OMR Festival. Und ihr seid wahrscheinlich beide schon mega aufgeregt, oder? Total. Ich freue mich total, dass es morgen endlich wieder stattfindet, wir dort sein können, alles wieder normal läuft, trotz der ganzen Corona-Maßnahmen der letzten Jahren. Wird mega. Wird super viel passieren auf dem Festival, richtig tolle Aktion. Und beschreibt mal für mich so, als der noch nicht in der Halle war, wie war der erste Moment, als ihr in die Halle reingegangen seid, das erste Mal, wo ihr das alles gesehen habt? Überwältigend. Ja, wirklich. Richtige Gänsehaut-Moment. Okay. Jede einzelne Halle an sich hat so viele Spots, die einfach unglaublich sind, die man auch so normal nicht erwartet, wenn man in der Messe reingeht, sage ich mal. Wirklich, wirklich überwältigend. Vor allen Dingen, wenn man vorher schon Arbeit reingesteckt hat und das alles geplant hat und das dann wirklich live zu sehen, wie es wirklich aussieht. Wahnsinn. Boah, das ist echt... toll. Ja, da werde ich mich morgen selber von überzeugen und ich bin echt gespannt, was die Jungs von OMR da auf die Beine gestellt haben. Wird auf jeden Fall cool. OMR Festival 2022, erster Messetag und im Hintergrund seht ihr, da ist der Messeeingang, da geht's los und ich bin mega gespannt, was die Kollegen von OMR da gebaut haben und bin mega gespannt auf alle Aussteller, auf die Masterclasses, eigentlich auf das ganze Event und freue mich mega drauf, jetzt direkt reinzugehen. Das hinter mir ist die Red Stage, da finden gleich schon die ersten Vorträge statt und ich muss sagen, erster Eindruck von der Bühne ist schon richtig fett und ich bin später echt gespannt, wie es dann hinterher in der Conference Stage aussehen wird. Da werde ich auch später mal vorbeischauen. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem ersten Masterclass mit Google und schaue mir an, was die da zu berichten haben. Die erste Masterclass mit Google bzw. YouTube ist rum. Es war sehr interessant, viele neue Insights bekommen, auch zum Thema Shorts und natürlich auch, wie man shoppable was machen kann auf YouTube. Da gibt es jetzt auch was Neues, das YouTube angekündigt hat bzw. gezeigt hat, wie sie das in Kooperation mit Netflix gemacht haben. Für alle Leute, die es interessiert, gebt einfach mal bei Google Netflix.shop ein und da findet ihr den Merchandising-Shop von Netflix. Wie die das zusammen mit YouTube gemacht haben, könnt ihr da auch sehen und ich finde, das haben die richtig cool gemacht in Kombination Livestream und Netflix, wo es dann halt Produkte gab, die man im Livestream dann kaufen konnte. Für mich geht es jetzt weiter, ich werde mir mal ein bisschen jetzt hier in der Messehalle mal umschauen, vielleicht nochmal zur OMR-Stage gehen, da mal ein bisschen was zum Thema Podcast hören und dann startet gleich auch irgendwann meine Masterclass, also die nächste Masterclass und dann schauen wir einfach mal, wie es da aussieht. Möchtest du, dass ich trotzdem einen wiedergebe? Wie nennt man es, wenn eine Blondine sich die Haare schwarz färbt? Künstliche Intelligenz. Den habe ich schon fünfmal heute gehört. Ich habe Lachen gehört. Der war gut. Ja, aber den verstehe ich nicht. Treffen sich zwei, kommt nur eine. Stellt euch vor, bei jedem Fußballspiel und sei es sonst wo auf der Welt, bei jedem Konzert, bei Meetings von Remote Teams, trefft ihr euch als Avatare. Und ich war neulich drin und habe mich in so einer griechischen Taverne getroffen. Wir saßen da so am Meer, blaues Lüftchen, Papagei. Das war mega. Der Meetingraum in dem wir saßen war sau langweilig. Eine griechische Taverne. Es war eine griechische Taverne. Ich musste da noch nicht mal hinfliegen. Und das heißt, für die Erlebnisseite finde ich es mega. Und jetzt stellt euch mal vor, was es für Bildung bedeuten kann. Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. So Pip, schön dich endlich mal persönlich zu sehen und du bist komplett jetzt durch mit deinem Programm Red Stage. Für heute. 6000 Leute, das war schon eine richtige krasse Hausnummer, gerade noch hier Podcast-Aufnahmen im Bus. Wie fühlst du dich?
schon ist alles so gelaufen, wie du es vorgestellt hattest? Das schon, außer dass uns tatsächlich Fragen, also normalerweise sind wir anderthalb Stunden am Quatschen. Ja. Wir waren relativ früh durch, ich hatte ein bisschen Angst, dass Glückler keine Fragen, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich hatte auf jeden Fall Angst, dass ihm die Fragen ausgehen. Aber ansonsten war es alles cool bisher vom Ablauf. Wir sind zum Glück einfacher reingekommen als die anderen Leute, aber ich bin schon ganz schön durch eigentlich. Aber morgen gibt es nochmal drei Auftritte, glaube ich. Wir sind morgen auf der Finance Forward Stage als Sidekicks. Wir machen noch eine ohne Aktie mit Schwerpanel. Und ich mache noch einen digitale Vorreiter-Podcast mit Christoph Borsack für Vodafone. Ah, mega, mega cool. Was war denn dein heutiges Tageshighlight bisher so? Das Treffen mit Frontier? Unerwünscht für übertrieben, aber das ist unvorhersehbare Mittagessen mit Frontier, genau. Ja. Ja, mega. Ja, cool, dann noch viel Spaß hier auf dem OR Festival. Euch auch. Und bis dann, ciao. Danke. Für alle Hungrigen gibt es hier in der Blue Stage bzw. der Foodhalle ganz viel zu essen. Wenn man sich das einmal hier ringsum anschaut, gibt es extrem viele Stände, wo man sich was Leckeres holen kann, wenn man Hunger hat, wenn man Durst hat. Also das haben die Kollegen von OMR wirklich richtig geil gemacht. Und ich glaube, es ist wie so ein riesiger Foodmarkt hier. Und das ist eigentlich auch ein cooles Konzept, das mit in so eine Messe zu integrieren. Eine coole Möglichkeit bei der OMR 22. Es gibt hier so eine tolle Wand, wo man sich quasi verewigen kann, wo jeder ein bisschen was draufschreiben kann. Ich bin gespannt, wo das am Ende dann landen wird. Ob das vielleicht irgendwo in irgendeinem Büro von OMR hängt. Und schauen wir einfach mal. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache und auch wieder eine coole Möglichkeit, sich hier kreativ auf der Messe zu betätigen. Wir sind hier gerade in der Startup-Area nochmal kurz unterwegs. Die Messe ist schon zu, aber was ich euch mal kurz einmal zeigen will, ist hier eine Pet-Agency, also wo du dein Haustier quasi auf Instagram und Social Media promoten kannst und die helfen dir dabei. Eigentlich eine coole Idee und so viele Instagram-Accounts von Hunden und Katzen, die es gibt, ist das sicher eine sinnvolle Sache. Der erste Messetag auf der OMR 22 neigt sich dem Ende, beziehungsweise die Ausstellung ist vorbei um 18 Uhr und jetzt geht es erstmal los mit dem Festival. Und da sind natürlich ganz viele tolle Acts und es ist extrem voll, aber sehr viele coole Gespräche schon geführt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen am Messetag 2 und bin gespannt, wie wir noch also treffen. Herzlich willkommen zu Messetag 2 auf dem OMR Festival 2022 und ich bin gerade auf dem Weg zur Conference Stage, weil natürlich da Philipp Westermeier heute die Keynote halten wird und da ganz viele tolles Line-Up sein wird. Und ich laufe hier übrigens gerade durch die OMR World, die übrigens sehr, sehr geil gemacht ist, auch mit dem Dschungel im Hintergrund. Hier hinten sehen wir Podstars und mit den entsprechenden Podcast-Bussen. Also da haben die Jungs und Mädels von OMR schon richtig coole Sachen gemacht. Andere kennen mich auch unter dem Namen Jack Burns. Oder wenn es mal etwas ungemütlicher wird, Sam Ace Broadstein. Aber da wir hier unter Freunden sind, ihr wisst sicher ganz genau, wer hier zu mir spricht. Und nach 20 Uhr an der Bar könnt ihr auch gerne Robbie zu mir sagen. Bis es soweit ist, werde ich euch noch ein wenig unterhalten. Aber wie gesagt, holt euch erstmal einen Kaffee. Ich schaue mich noch ein wenig um. Einzigartigen, unglaublichen und super sympathischen, niedlichen Philipp Westermeier.
hier am Stand von Shift und die Tess hat mich gerade angequatscht und meinte, hey, ich habe doch dein YouTube-Video gesehen und da habe ich mir gedacht, komm, ich schau mir doch mal an, was die Jungs und Mädels von Shift machen. Tess, erzähl doch mal ganz kurz, was, wofür steht Shift und was habt ihr für ein tolles Produkt, was ihr zeigt? Gerne. Ja, Shift ist ein deutscher Smartphone-Hersteller. Wir sind das erste deutsche Smartphone und eins der modularsten der Welt. Das können wir uns hier auch mal so ein bisschen angucken. Was uns wichtig ist, ist Nachhaltigkeit, aber das ist nicht einfach nur ein leeres Wort, sondern das kommt daher, dass unsere Geräte modular aufgebaut sind. Das haben wir, hier haben wir das gleiche Gerät, ich habe das schon mal vorbereitet. Man kommt natürlich, wir wissen es, der Akku geht schnell leer, als allerschnellstes an den Akku. Das heißt, den kann man auch austauschen, wenn eben da ja, die Leistung einfach nachlässt nach ein paar Jahren. Und dann sind die Geräte so aufgebaut, was geht als nächstes schnell kaputt? Der Bildschirm. Deswegen hat es hier ein paar Schrauben. Und wenn wir das aufmachen, ich habe es wie gesagt schon vorbereitet, dann kann man hier den Bildschirm abtrennen. Der ist eigentlich mit so einem Connector da dran festgemacht. Ja, und dann sind wir schnell an der Kamera, Front- und Backkamera oder hier auch am Lautsprecher dran. Und ja, das ist dafür gedacht, dass man eben das Telefon möglichst lange nutzen kann. Ja, also uns ist ein Herzensanliegen, Elektroschrott zu reduzieren. Und da ist eben die modulare Bauweise ganz essentiell, dass man eben das Gerät gut reparieren kann. Man kann es eben auch selber machen. Das ist relativ einfach. Das ist auch preiswert. Also ganz ehrlich, wenn ich mir alle 2 Jahre neu Handy kaufe, es kostet mehr, als wenn ich dann eben mein Bildschirm kaufe. Kannst du ungefähr sagen, wo wir da preislich ungefähr liegen? Ja, gerne. Also das ist das, wie gesagt, kleinere Modell, ist ein 5-Zoll-Modell, kostet momentan 277 Euro und 22 Euro Gerätepfand, der kommt noch drauf. Ja, heißt nicht aus irgendeinem Grund Pfand, wir wollen das Gerät gerne zurück. Ja. Also das Schlimmste für uns ist ein Schiff auf Müll. Das heißt, ihr recycelt das Ganze, wenn es dann quasi wieder zurückkommt, recycelt das Ganze, baut es eine Woche neu auf, sagen wir so, und nutzt es dann wieder für weitere genau. Geräte theoretisch. Ne? Also Recycling wäre ein Weg, aber was wir auch super gerne machen, ist es gleich als Second Life-Gerät weiterzugeben. Ja. Oder man findet eine andere Verwendung dafür. Sei es irgendwie ja, ein Kunstprojekt oder was weiß ich. Also auf jeden Fall wird das Gerät so lange wie es geht genutzt und Recycling ist eigentlich der allerletzte Schritt. Ja. Wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann auf jeden Fall Recycling. Ja. Wir haben aber auch noch ein anderes Modell. Okay. Und das ist das Shift 6 MQ. Das ist ein neuer, das ist ein High-End-Gerät, hat einen Snapdragon Prozessor drin. Und genau, das hat dann 6 Zoll, 2 Kameras und Fingertouch-Sensor. Ja, mega. Genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall in Zeiten von Nachhaltigkeit und Sustainability ein sehr, sehr guter Ansatz. Und ja, ich hoffe, dass ihr da draußen euch das mal anschaut. Den Link zur Webseite wird unten eingefügt. Und dann schaut einfach mal gerne. Ich bin jetzt hier natürlich in der OMR World, sage ich mal so. Neben mir steht der Konstantin und wir sind hier bei den Podstars. Ne? Und hier habt ihr ja auch die Möglichkeit, selber euren Podcast aufzunehmen. Erzähl doch mal ganz kurz, was gibt es hier für Möglichkeiten für Leute, die Podcast machen wollen? Genau, also wir haben hier 3 verschiedene Aufnahmebusse stehen bei uns auf dem Stand. Einmal hier den Hümer, ja. Dann da noch den großen Tourbus und dann noch den Loffis-Bus. Ja. Dann haben wir Equipment drin stehen und da können bis zu 3 Leute da ihre Podcast-Formate aufnehmen. Und was wir jetzt gerade machen, ist hier, dass auch Besucher vom Stand einfach mal so reinschnuppern können und mal so mit ihrem eigenen Konzept oder mit unserem Konzept ein bisschen mal was ins Mikro reinzusprechen. Ja, also quasi, wenn man noch gar keinen Podcast selber hat, kann man hier mal sich ein bisschen austesten, schon mal seine ersten Ideen vielleicht ausprobieren, genau. Ein bisschen warm werden. Und ihr unterstützt da ja auch mit Podstars, richtig? Genau, ja. Wir nehmen das auf, wir haben auch schon so fertige Konzepte, da kann man einfach nur vorlesen und mal so sehen, wie das ist, ins Mikro reinzusprechen. Und genau, dann geht das nochmal raus und dann am Abend gibt es dann eine Mail mit einem fertigen Produkt quasi. Ah, okay, also okay. Das ist auch nochmal richtig schön, ja. Schön klingt, wie das sein soll. Ja. Und ja. Mega, wir sind jetzt hier schon beim 2. Messetag heute. Wie war so bisher, ist bisher dein Resümee zur Messe, beziehungsweise wie viele Leute haben wir euch schon aufgenommen hier? Kannst du schon ein bisschen was sagen? Hattet ihr Spaß? Also Spaß hat man hier immer, also muss man auch sagen. Wie sieht's da aus? Habt ihr da schon, bist du da schon, hast du schon ein paar Highlights mitgenommen? Wie gefällt's dir so? Ja, also mir gefällt's natürlich sehr, sehr gut. Ey, mir bleibt da nichts anderes übrig, genau. Was zu sagen. Wie viele Leute wir hier aufgenommen haben, keine Ahnung. Ja. Weil wir wirklich in allen 3 Bussen den ganzen Tag Slots haben, die voll sind. Ja. Also da drüben nimmt jetzt gerade irgendwie Wilson Gonzalez und Psycho Dino nehmen was auf. Und man hat ja auch hier die Möglichkeit, wenn man quasi draußen vor dem Bus steht, kann man ja so den Podcast nicht hören. Da gibt es ja auch eine Möglichkeit. Erzähl das nochmal kurz. Genau, wir benutzen da Live Voice, nennt sich das. Da kann man einfach mit dem Handy einen QR-Code scannen
und sich dann quasi live reinschalten und zuhören über das eigene Handy und die eigenen Kopfhörer. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, mega. Vielen, vielen Dank, Konstantin. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Informationen wollt, einfach mal bei der Podstars-Webseite nachschauen und da findet ihr alles Weitere. Ich habe hier noch ein bekanntes Gesicht vor die Kamera bekommen. Viele von euch kennen den Rolf sicher von LinkedIn, von seinen richtig coolen Posts. Rolf, du bist ja bei OMR Education hier am Start. Erzähl doch mal ein bisschen, was zeigt ihr hier mit OMR Education? Wir zeigen alles, was wir bei OMR Education machen. Wir schreiben die Reports, wir haben die Deep Dive Seminare, wir haben eine Academy gebaut, das ist eine Art Fernstudium, was wir machen können. Wir machen auch in-house Sachen für euch, also wenn ihr Online-Marketing lernen wollt. Also eigentlich, wir bringen Menschen Online-Marketing bei. Genau, das ist eigentlich so Education und ja. Da gibt es auch ganz viele Informationen. Link dazu packe ich in die Videobeschreibung. Und Rolf, wir sind ja jetzt am zweiten Messetag. Wie war so bisher dein Eindruck, Feedbacks mit den Besuchern? Hast du wieder richtig wahrscheinlich toll was erlebt, oder? Ja, also erstmal, wir sind voll on fire, alle freuen uns richtig, das, was hier abgegangen ist. Aber wenn du halt hier in die Halle guckst, also wir hatten noch nie eine Halle. Als, wir sind ganz so, ich kann auch nicht mehr reden hier. Ja, ist alles gut. Also wir sind hier mit allen OMR-Produkten drin vertreten, das hatten wir noch nie. Also vor 2019 hatten wir einen kleinen Stand, wo wir alle drauf passen. Jetzt haben wir halt eine ganze Halle. Ja. Hier ist eine Bühne drin, irgendwie, die wir halt bespielen dürfen mit dem Content. Und wenn ich mal so auf mich gucke, also ich habe vor irgendwie 6 Jahren habe ich als Zuschauer vor der Konferenz gesessen und wusste nicht, was ein KPI ist. Ja. Jetzt drehe ich mich halt hier rum und sehe, was da jetzt bist du quasi für OMR Education in dem Sinne auch schon verantwortlich, oder? Sehe ich das richtig? Ja, genau, man kann das lernen. Das ist also die Botschaft, die man raushauen kann. Und erzähl doch nochmal kurz den Leuten da draußen, wie bist du eigentlich zu OMR gekommen? Weil das ist eine richtig coole Geschichte, die ich finde. Meine Schwägerin, die hier arbeitet, hat mir ihr Family and Friends Ticket zur Konferenz geschenkt. Das war das, was sie meint. Und dann saß ich in. Dann saß ich bei der Konferenz, damals war dann Scott Galloway mit seinem Vortrag da, der hat sich als Adele verkleidet, das war so was mich gezündet hat. Und dann gab es noch einen Vortrag von Philipp Westermeier und Roland Eisenbrand, dem Chefredakteur von OMR. Und da habe ich festgestellt, boah, hier geht es um Inhalt, hier geht es um Mehrwert und das in dieser Verpackung, die ihr hier sehen dürft. Das hat mich einfach so angezündet, dann habe ich mich beworben, habe meinen ersten Report geschrieben und bin jetzt hier. Und ja, so kann es gehen, ne? So schnell geht das. Ja, das geilste Team der Welt, wie gesagt, wir sind voll geflasht, vor allem auch wenn man hier guckt, eben halt die viele Leute sich halt eben auch für Weiterbildung interessieren. Also, ist ja auch in Unternehmen ein sehr großes Thema, wie kann ich mich im Online-Marketing weiterbilden und da muss man natürlich auch immer, ist natürlich OMR Education auch immer eine sehr gute Anlaufstelle. Ja, super gerne, das probieren das. Also alles, was wir machen, hat eben 100% Mehrwert. Also wir sitzen auch nicht im Elfenbeinturm und überlegen, wie das funktioniert, sondern wir arbeiten halt mit Experten halt zusammen, und zum Beispiel Windig anrufen, wie man ein Bewegbild oder sowas macht. Und dann erklärst du das halt den Leuten und das sagen auch wie Reports eben halt zum Beispiel. Genau. Kann man sich dann auch hier direkt am Stand angucken, ein bisschen drin blättern. Also zum Beispiel, das sind Fachbücher, das könnt ihr immer eins zu eins nachmachen. Also könnt ihr neben euer Keyboard legen und könnt dann euer Insta-Backup, Backend mal optimieren und so funktioniert das eben. Also so sind unsere Seminare halt auch aufgebaut. Also einfach Praxiswissen Mehrwert und so kein Bullshit-Bingo. Ja, das ist sehr wichtig, Rolf. Ja. Und für alle Leute, die Bock haben, folgt auch gerne Rolf mal auf LinkedIn. Das ist mal so ein bisschen, falls ihr da mehr Themen wissen wollt. Weil ich finde, du machst immer sehr gute LinkedIn-Posts und die liefern immer sehr, sehr viel Mehrwert. Danke, danke. Ansonsten schickt mir auch gerne mal Themenideen für den Education-Podcast zum Beispiel oder mal, was wir mal als Report-Thema machen können, freuen wir auch mal drüber. Ja, ja, cool. Vielen Dank. Habt ihr noch eine geile Zeit hier. Ja, du auch. Viel Spaß noch und bis dann. Ciao. Ciao. Ich bin hier im Dschungel der OMR Reviews am Stand und neben mir steht die Jette. Jette, erzähl doch mal, wie war der erste Messetag bisher? Wie sind so die Eindrücke? Was habt ihr für Feedback bekommen? Und ja, erzähl mal ein bisschen. Ja, super. Also erstmal nach der ganzen Pandemie, dass die Messe wieder startet, das ist ja echt toll gewesen. Für mich auch das erste Mal echt Backstage mit dabei. Direkt live auf der Fläche und muss sagen, überwältigend, also was das für eine Vielzahl an Menschen gewesen ist, die hier eingekommen sind. Also es ist echt tipptopp, also super. Auch mit unserer Dschungellandschaft. Ja. Ich hoffe, vielleicht habt ihr es auch gesehen, das ist ja echt ein riesig, unser Software-Dschungel und das kommt echt gut an. Also ganz begeistert. Ja, ich muss auch sagen, ich finde auch das Standdesign mega cool zu sagen, wir machen hier einen Dschungel und dann mit diesem Claim, den ich jetzt gerade nicht weiß, aber den du bestimmt sagen kannst. Ja, erzähl. Ja, welcome to the Software-Dschungel. Ja. Das ist, glaube ich, auch die perfekte Erklärung für alle, wenn wir OMR Reviews erklären, wir bringen Einblick in den großen Software-Dschungel. Genau, und das ist Aufgabe. Ja, und wir haben ja vorgestern schon bei der Preview-Party so ein bisschen gequatscht. Kannst du mal kurz ein bisschen erklären, was habt ihr mit OMR Reviews noch so alles vor, auch in puncto Video? Also wir bauen ja unsere große Plattform auf und wollen eine große Community schaffen und wirklich 1:1 User und Nutzer rankriegen, die ihre Bewertungen geben und teil werden, mit uns Artikel schreiben, wie du ja jetzt auch. Und das Ganze auflösen und
Einblicke bringen. Und das, ja, das ist die Aufgabe, ja. Ja, es hört sich auf jeden Fall mega cool an und ich glaube, da seid ihr auf dem richtigen Weg und wenn man da so eine Community hat und ich habe auch schon gesehen, der ein oder andere, euer Top-Reviewer ist hier sogar am Stand zu finden. Das fand ich auch eine mega geile Aktion von euch, dass ihr das auch so wertschätzt und ich muss auch selber sagen, ich war auch ein bisschen baff, als ihr geschrieben habt, so, ja, deine Reviews sind richtig cool, kannst du mal hier und da noch einen Gastbeitrag schreiben? Und ich sage, okay, krass, ja, das ist halt wirklich OMR, also eine riesige Marke und dann sagt, ja, hier, ja, kannst Teil davon werden und ich bin gespannt, wo das noch hinführen wird. Ja, total, also mega, wir freuen uns. Auf genau, dann noch dir heute einen schönen zweiten Messetag und viel Spaß noch. Ja, super. Das war die OMR 2022. Im Hintergrund seht ihr schon das neue Datum für nächstes Jahr und zwar der 9. und 10. Mai 2023. Könnt ihr euch jetzt schon vormerken. Ich habe mir auf jeden Fall schon direkt hier auf der Messe Hotelzimmer gesichert, weil da ist natürlich ein begrenztes Kontingent da. Also checkt das gerne mal ab und jetzt kommen wir abschließend noch zu meinem persönlichen Fazit. Da mein persönliches Fazit dann doch ein bisschen größer und länger geworden ist, als ich gedacht habe, gibt es dazu ein extra Video. Das habe ich euch oben rechts im Eck verlinkt und in die Videobeschreibung eingefügt. Also findet ihr da alle weiteren Informationen, wie es mir auf der OMR 2022 gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet, meinen Kanal abonniert und auch gerne die Glocke läutet, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.